Hallöchen, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 7 und wir sind hier noch beim Schrottplatz in der Wüste. Hier kommen wir gleich kurz zu einem kleinen Bosskampf und ja, lass uns einfach loslegen, ne? Dein, bist du's? Die Stimme habe ich seit Jahren nicht mehr gehört. Eine Stimme, die ich nie vergessen kann. Ich habe mir gehofft, dich irgendwann wiederzusehen. Ich wusste, dass du noch lebst. Wir sind beide operiert worden. Hör mir zu. Was ist das? Ich höre ihre Stimme. Ich höre ihre Stimme, Eleonoras Stimme. Sie fleht mich an, dich nicht ganz zu. Darum bin ich dir nie nachgegangen. Ich weiß, dass ich blöd war. Ich will dich auch nicht um Verzeihung bitten. Aber was du machst, ist ein Hier. Warum willst du denn die umbringen, die nicht mal was damit zu tun haben? Warum? Warum? Das ist dir doch egal. Denkst du, die Toten verstehen warum? Werden es die Leute von Coral verstehen, nur weil sie Shinras Ausreden hören? Die Gründe sind mir egal. Die geben uns einfach nur Artillerie und lahme Ausreden. Übrig bleibt eine Welt voller Verzweiflung und Leere. Willst du immer noch hören, warum? Okay, ich werde es dir sagen. Weil ich alles vernichten will. Die Menschen hier. Die Stadt selbst. Die ganze Welt. Ich habe nichts mehr in dieser Welt, Coral, Eleanor, Marlene. Nein, Marlene lebt noch. Ich war noch mal in der Stadt. Ich dachte, sie würde bestimmt sterben. Deshalb wollte ich bis zum Ende bei ihr sein. Und da fand ich sie. Hab ich Marlene gefunden. Sie ist in Midgard, komm, wir gehen gemeinsam zu ihr, okay? Sie lebt also noch. Okay, Baron, das heißt also, wir müssen gegeneinander kämpfen. Was? Eleanor ist ganz alleine. Ich muss Marlene zu ihr bringen. Nein, bist du verrückt? Marlene will ihre Mutter sehen, oder? Hör auf, Dein, ich darf jetzt noch nicht sterben. Was du nicht sagst, naja. Mein Leben ist seit damals vorbei. Ja, ich will nicht gegen dich kämpfen. Bär, laut, du hältst dich da verdammt nochmal raus. Das ist mein Problem. So, los geht's mit dem kleinen Zwischenkampf. Wir knallen gleich mal einen schönen Feuerball rein. Lang wird er eh nicht dauern. Greift ihr mal an. S-Mine. Und einmal heilen und dann. Oh, wir sind gleich im Limit. Wir können Limit gleich raushauen. Weil so viel Schaden macht man nicht. Und er hat sogar verfehlt. Das sollte es auch gewesen sein, glaube ich. Ja. Drei Angriffe. Schlecht. Zurück. Es war nicht nur mein Arm damals. Ich habe damals was Unersetzliches verloren. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Mensch, nein, ich weiß auch nicht. Können wir das nicht anders lösen? Ich habe dir schon mal gesagt, ich will alles zerstören. Alles. Diese verrückte Welt, sogar mich selbst. Und was ist mit Marlene? Was soll mit ihr passieren? Denk mal nach, Bear.
Wie alt war Marlene damals? Auch wenn ich jetzt zu ihr gehe, würde sie mich nie erkennen. Und außerdem, Bear, diese Hände hier sind ein wenig zu schmutzig, um Marlene noch tragen zu können. Bear. Gib Marlene diesen Anhänger. Er gehörte Eleanor. Ein Andenken an meine Frau. Okay. Wow, Marlene ist schon 4. Bear, bring Marlene niemals zum Weinen. Dein! Dein, wir sind beide gleich. Meine Hände sind auch nicht sauberer. Ich kann Marlene dann auch nicht tragen. Was ist? Ich will nach oben. Wie gesagt, du brauchst die Erlaubnis vom Boss. Du musst das Chocobo-Rennen gewinnen. Dein hat seine Gründe und kann nicht reden. Stattdessen habe ich dies hier bekommen. Ja, zum... Ich will nach oben. Gut. Hast du Dein getötet? Du musst es gewesen sein, sonst hättest du das Ding nicht. Also, Dein ist tot. Vielleicht geht's dann hier ein bisschen ruhiger zu. Dann war es egal, wer die Leute waren. Einen Dreck weißt du. Gut, ich meine... Bringst du uns dann hier raus? Hä? Oh Mann, ihr rafft's wohl nicht. Ich habe euch gesagt, es gibt nur eine Chance, hier rauszukommen. Man muss das Chocobo-Rennen gewinnen, das oben in Goldsource veranstaltet wird. Und es kann nur ein Teilnehmer auf einmal raufgehen. Wie bitte? Nein, echt, auch wenn du mich bedrohst. Das sind nun mal die Regeln. Da kann ich nichts ändern. Sonst würde er das ganze System hier zusammenbrechen. Das kann ich nicht verantworten. Okay, ich lass einen raufgehen. Danach muss er es mit Dio aufnehmen. Alles klar. Klar, geh du. Wir warten hier unten. Beeil dich, wir gewinnen das Chocobo-Rennen und holen uns hier raus. Wie geht Cloud? Bist du nun soweit? Jetzt brauchst du noch einen Trainer, der dich anmeldet und dir einen Chocobo besorgt. Hallo allerseits, ich habe zufällig mitgehört. Esther? Ich werde dein Trainer. Nun, ich habe nichts dagegen, aber das ist Esther. Sie sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, aber es gibt keinen besseren Trainer für das Rennen. Dazu sage ich nichts. Nun ja, hallo, wie geht's, Cloud? Alles klar, Cloud. Ich schicke dich mit dem Lift rauf. Esther klärt dir die Details. Gut, ich überspringe das Ganze, ja. Weil das ist jetzt zu erklären, wie das Rennen so funktioniert und abläuft. Und ja, das habe ich schon intus. Ich habe das Rennen auch schon gemacht. Wie gesagt, ich habe das alles schon aufgenommen gehabt. Nur ist da leider technische Problemchen gewesen. Ne? So wie, ich nehme so mal nicht das Bild auf. Ne? Aber egal. Machen das schon. Ich hoffe, das Chocobo-Rennen wird spätestens mit 3 Schritten vorbei sein. Bist du neu hier? Hi Joe! Hallo Esther, bist du hübsch wie immer? Danke. Darf ich bekannt machen, Cloud? Das ist Joe, einer der besten Jockeys. Nett dich kennenzulernen, Cloud. Wenn du zu Esther gehörst, dann... Richtig, er ist ein aufstrebender Jockey. Er ist erst seit einem Tag hier und hat es schon hier herauf geschafft. Was? Ach so, ich verstehe. Also, was hast du denn da gemacht? Entschuldigung, hier wird nicht nach
Vergangenheit gefragt. Sehr interessant, ich habe das Gefühl, wir sehen uns wieder. Na dann, bis später, Cloud. Ah, dann wird er uns sicher später noch die Hölle heiß machen, wahrscheinlich. Ich sehe mal nach dem Chocobo, warte einen Moment. Weil nicht übermütig, anderes spielt keine Rolle mehr, wenn du erstmal im Rennen bist. Werd nicht übermütig, anderes spielt keine Rolle mehr. Ich hab dir nichts zu sagen. Rennen fängt an, Jockeys auf die Seite, ich wiederhole. Matea Ramu. Sehr gut, die habe ich vorher nämlich komplett übersehen. Wir haben Ramu bekommen. Sehr gut. Hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Cloud. So, Chocobo-Rennen beginnt. Wir wissen's. Ja, ich weiß. Ah, ist ziemlich bockig noch. Manuel. Ah, so funktioniert das. Okay. Wir sind jetzt der Erste. Ich habe vorher nicht gewusst, wie ich manuell einstelle. Die wilden Cowboy-Brüche losgelassen. Geben ein bisschen Gas. Das ist nämlich schon der Schluss. Können wir ruhig noch Gas geben? Komm. Nee, das gibt's nicht. Ganz knapp. Weiter nur. Ich will einen besseren. Ich brauche keinen besseren. Ich muss nur mehr taktisch arbeiten. Ah, das Chocobo-Rennen fängt an. Ich wiederhole, Chocobo-Rennen fängt an. Dann sehen, warum ist das alles angespielt? Komisch, ne? Na, auf jeden Fall. Jetzt werden wir dann schauen, dass wir das knacken. Das hübsche Rennen. Ah, komm. Ah, wir wissen alles noch. Oh, viel Glück. Aber da brauchen wir noch nicht Gas geben. Machen wir dann noch. Schau, siehst du? Dann überholt. Schön die Innenbahn benutzen. Fast wie bei Mario Kart ohne Driften. Ich hoffe, er übernimmt sich nicht so schnell, so viel. So. Und recht weit vorne. Ich hoffe, das wird gewesen sein. Eben noch die letzten Gas. Ja, das wird gewesen sein. Trotz erschöpften Chocobos haben wir es ins Ziel geschafft. Gleich beim zweiten Mal. Ich habe da drei Anläufe gebraucht für das. Ersten Versuch. Bam. Ja, sehr schön. Ach ja, der Besitzer hat mir gesagt, ich soll dir diesen Brief geben, falls du gewinnst. Junge, wenn du diesen Brief liest, dann musst du gewonnen haben und einen Sieg errungen haben, den du bestimmt verdient hast. Ich habe von Esther etwas über dein erfahren. Da du gewonnen hast, verspreche ich dir,
dass du mit all deinen Freunden begnadigt wirst und dass ihr alle freigelassen werdet. Ich habe auch sozusagen als Entschuldigung ein kleines Geschenk für diese Reise vorbereitet. Es tut mir leid, dass ich es dir nicht persönlich sagen kann. Aber ich bin ein sehr beschäftigter Mann. Freundlichen Grüßen, Dio. Geschenk? Ronnie James Dio hat uns ein Geschenk gemacht. Cloud, ist das nicht fantastisch? Der stellvertretende Geschäftsführer ist gerade vorbeigekommen und hat einen Buggy für dich dagelassen. Jetzt können wir ohne Probleme durch Wüsten und Flüsse fahren. Gut, Cloud, ich warte draußen. Der Brief geht noch weiter. PS. Ich habe vor kurzem Sephiroth kennengelernt. Er muss viele Anhänger unter Jungs deines Alters haben. Warum besorgst du dir nicht sein Autogramm? Er scheint südlich des Flusses nach Gongaga gereist zu sein. Sephiroth. Jetzt heißt es also Abschied nehmen. Ja. Na, wenn du je deinen eigenen Rennen, Chocobo, hast, komm wieder mal vorbei. Ich kümmere mich um deine Anmeldungen und alles andere. Bis dann. So, damit sind wir in unserem Buggy drin. Wir können hinfahren, wo wir wollen. Wir fahren da mal runter. Oder wir kämpfen mal kurz. Aber wir werden, glaube ich, noch woanders hingehen. Wir sind ziemlich angeschlagen. Hey, Joker! Ich glaube, das war sehr viel Glück. Joker! So habe ich es mir gedacht. Schlag jemanden erledigen können. Matra-Zauber. Joker. Ob der Sieg nicht stirbt? Ah, sehr schön. Okay. Herz. Oh, vielen lieben Dank. Ein Healing. Feuer 2 und damit eliminieren wir den Typen. Wir werden zum nächsten Gasthaus kutschieren, um uns mal refreshen zu lassen. Bear hat auch ein Level Up bekommen. War nicht nach Gold Saucer, sondern wir gehen wieder an den Strand. Dort, wo wir angekommen sind damals. Denn hier kann wir pennen. Glaube ich zumindest. Ich hoffe es. Da unten ist ein Ding danach fragen, oder? Komm, Casa del Sol, was wollt ihr wissen? Nicht Gasthaus. Ich empfehle dir ein Gasthaus, das in den Außenbezirken der Stadt liegt. Willkommen! Wo bin ich leben? Wenn ihr sucht, ein Quatschladen empfehlen. Bar. Schauen wir mal, ob der nämlich was verkaufen kann. Gut. Kaufen. Kälte und einmal Gewitter auf jeden Fall. Genesung brauchen wir nicht so viel. Auf jeden Fall das noch hin mitnehmen. Nochmal das. Das mit Souvenir. Der Äther wäre super. Platz. Gut.
gut. So, mit den guten, wunderbaren Schläfchen in diesem Costa della Sol müssen wir leider auch schon zum Ende kommen. Ich sage wieder mal danke fürs Zusehen. Ich freue mich aufs nächste Mal schon auf euch. Und bis dahin. Ciao.